Hallo liebe Modellbaufreunde, endlich ist es geschafft, der Rumpf ist beplankt, der Pilot hat sich schon mal reingeguckt, dem gefällt es recht gut. Die Beplankung vom Rumpf, das war natürlich eine Wahnsinnsarbeit, weil der Rumpf selber natürlich eine ganz komplexe Form hat. Der Christoph hat aber hier eine ganz gute Arbeit geleistet, indem er die ganzen Beplankungsteile schon mal vorfräst und einen detaillierten Plan, so wie man es hier an dem Laptop sieht, dazu mitgibt. Das erleichtert die Beplankung von so einem Rumpf immens. Wie man sehen kann, es wird schon ein richtig schönes, großes Modell. Und im Anschluss gibt es jetzt dann einen kleinen Rückblick von der Beplankung, dass sich jeder ein bisschen vorstellen kann, wie sowas vonstatten geht. So, wie man sehen konnte, ist es natürlich eine Mordsarbeit, so einen Rumpf zu beplanken, weil er ja so eine komplexe Form hat. Aber es macht riesig Spaß und als nächstes steht jetzt viel Schleifen an, bis der Flieger die richtige Form hat. Wenn alles richtig geschliffen ist, dann kommt ein 40 Gramm Glasgewebe drauf mit Epoxidharz. Wenn das auskettet und überall drauf ist, dann kommt zwei Komponenten Grundierfüller drauf und zwischendrin wird immer wieder geschliffen, bis das ganze Flugzeug von der Oberfläche her so weit ist, dass man es lackieren kann. Und wenn das dann soweit ist, dann gibt es wieder ein neues Video. Bis zum nächsten Mal.